Ist drin. Und die hatten wir schon leer gemacht. Ich dachte mal, hier gibt es noch was richtig Tolles zu holen. Naja. So. Wir müssen eigentlich irgendwann auch mal noch diesen Spiegel holen, ne? Lass dich nicht verarschen. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. So. Ja, diese Handspiegel. 2000. Silberzunge 10. Ich merke gerade mal etwas über 2000. Ansonsten ist hier auch nichts mehr. Können wir wieder zurückschippern, würde ich sagen. Also heißt zurück. Nicht auf die Sturminsel, sondern nach Antigua. Weil eigentlich müssen wir mal gucken. Seekarte. Logbuch. Stahlbarts Artefakt. Nein. Antigua. Die Schatzinsel. Piratengrab. Was nicht? Caldera ist auch nicht. Sturminsel sowieso nicht. Schwertküste. Ich hab gesagt, an der Schwertküste. Wo ist das jetzt nicht markiert? So, Antigua, eine weitere Tagebuchseite suchen. Ein gewisser. Nee, achso, nee, weil der hier. Tempelruine. So. Da müssen wir hin. Petty, ich möchte zur Schwertküste. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So. Hat das Falsche ausgewählt. Auf geht's. Der Schwertküste entgegen. Immer diese Ladezeiten. Weil erst hast du die Ladezeiten und dann in der Ewigkeit noch dieses schöne Cinematic. Komm mit. Kein Problem. Was genau soll ich jetzt machen? Mein Vater hat an der ersten Tempelruine eine weitere Tagebuchseite vergraben. Guck dir die Karte an, die ich dir gegeben habe. Okay.
Dahin. Dann gucken wir mal. Da hätte ich gedacht, ich hätte hier alles abgeforst. Ist der Tempeleingang wahrscheinlich gerade erst aufgegangen. Kein Viehzeug hier. Ich hätte eigentlich gehofft, wieder Viehzeug hier zu finden, den Feuervögel. Das würde auch bedeuten, nämlich, dass die Termiten. Oder das? Affe. Also mal gucken, ob wir die Termiten wieder da sind. Nicht schlecht. Ja, bin ja auch Profi. So, da ist das Grab. Muss es da unten irgendwo die Tempel sein, ne? Nee. Da hinten. Ist hier falsch gelaufen. Da, ja, da ist er ja. Der Tempel. Da bin ich aber bestimmt drin gewesen. So, das ist wahrscheinlich das einfach X jetzt. Nicht in dem Tempel selber, sondern da vorne das X. Hier muss es irgendwo sein. Achte auf weichen Boden. Ey, ich muss einfach nur auf ein rotes Kreuz im Boden achten. Dann finde ich auch, was ich suche. Ach, wir hätten mal hier noch mit dem Eldrick sprechen können. Ja, Zakarigua auch. Vergessen. Bin ich so im Schatz her, wenn ich das vergessen habe. So. Er hat sich. Ja, toll, jetzt habe ich das übersprungen. Nicht so gerechnet, dass sie jetzt was erzählt. Plunder nicht bei brauchbaren. Seite 3. Zum Schlüssel. Am Totempfahl nach Süden. An der Zwillingspalme nach Norden. Am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden. Am Monolith nach Süden. Was war das? Ah. Blöde Diablo-Figur fällt immer oben um. Ich habe in der Tempelruine eine weitere Tagebuchseite gefunden. Endlich. Was schreibt er? Hier ist ein weiterer Hinweis auf eine Falle. Wir kommen der Sache immer ein Stück näher. Kommt mir bekannt vor. Na gut. Müssen wir hier hin, um zum Boot zu kommen. Das heißt, wir die ganze Umgebung geladen. Mein Platz ist jetzt hier. Ich habe gerade im Hintergrund gehört, wie die Plätzchen CD da bewegt hat. Dann sprechen wir eben mit Eldrick, mit dem Gargoyle. Gucken wir noch, ob wir Termiten finden. So, Eldrick. Komm mal her hier. Muss mal mit dir reden. Das ist die Schwertküste. Was sagst du dazu? Ein riesiges Areal. Ohne Hilfe wird es schwer, die Gargoyles zu finden. Wen könnten wir hier um Rat fragen? Venturo ist lange Zeit hier gewesen. Wenn einer die Gegend kennt, dann er. Gut, dann sprich mit ihm darüber. Am besten sofort. Venturo.
Wo könnten sich die Gargoyles an der Schwertküste versteckt halten? Diese fliegenden Biester, meinst du? Tja, ich weiß nicht, wie so ein Vieh denkt. Ich kenne da einige hochgelegene Gebiete, wo ich ein Nest bauen würde. Ich mal dir ein paar Stellen auf deine Karte. Vielleicht haben wir ja Glück. Das ist besser als gar nichts. Damit kann ich arbeiten. Danke. Ja? Na dann. Freut mich, dass ich helfen konnte. Komm mit. Wird gemacht. Kannst direkt mitkommen. Weil das schließlich deine Idee, dahin zu gehen. Ich will nochmal mit Edric sprechen. Ob der da... Hier. Ich habe jetzt mögliche Niststellen auf der Karte der Schwertküste. Puh, das sind mehr, als ich gehofft hatte. Aber nun, bei der Größe des Landes sind es etwa ein halbes Dutzend Gargoyles, schätze ich. Das kriegen wir hin. Vergiss nicht, mir ihre Eier zu bringen. Viel Erfolg. Okay. Venturo, wir... Das war ein Logbuch. Sturminsel. Der Schwarm. Auf der... Achso, die Eier und einmal die Gargoyles, okay. Ja. Dann können wir hier hin. So, ist die Frage. Nach hinten. Und dann hier lang. Hey Venturo, wo bist du? Komm, immer erst dann, wenn es vorbei ist. Diese Feiglinge. Ich deck deinen Rücken. Kann ich meinen Rücken decken? Kannst mitkommen, mir helfen. Geh mal, hier so ein paar Erfahrungspunkte hier. Und ein paar Klamotten. Zeug findet sich hier auch. Ich glaube, ich kann auch da lang gehen, ne? Da oben lang. Ja. Ganz so schlecht. Zack. Wieder ein toter Affe. Wenn wir jetzt mal ein paar Panther finden würden. Das wäre geil. Entschuldigung. Da könnten wir nochmal hier den Trank da machen. Da ist nix. Das ist ein Tiger, ne? Ein Jaguar. Mal hier was kaputt. Bitte, wo bist du eigentlich wieder? Ja, kaputt. Ja, kaputt. Hast du kurzen Prozess gemacht. Ja, war aber ganz schön viel gerade los hier, ne? Das war schon nicht wenig, was jetzt gerade hier war. Inventar. Benutzbares. Und wieder Proviant. So, müssen ja noch zwei Gargoyles hier irgendwo sein. Bin ich hier eigentlich drin gewesen? Könnten auf jeden Fall Termiten sein. Ja. Hey, wobei, die war ich nicht drin. Die Truhe hätte ich doch bestimmt schon öffnen können. Hä?
Meine Güte. Oh. Eine Karte der Schwertküste. Schon wieder. Habe ich doch schon. Bringt mir jetzt nicht mehr. Die ist unverkäuflich. Dann lesen wir das hier noch. Als Zeichen der Freundschaft wurde uns eine Voodoo-Nadel als Geschenk überreicht. Also machten wir das Ding nach Piratenart zu Geld und verkauften es an eine Händlerin auf Antigua. Hm. Doch, okay, hatten wir schon. Aber warum war die Truhe da noch ungeöffnet? Kann ja nicht sein hier. Leider keine Termiten. Ah, da oben ist noch der nächste Gargoyle. Und Nummer 3 auch. Venturo. Schieß mal ein bisschen. Wo ist der schon wieder hin? So, halbe Stunde später machen wir hier auch mal, ne? Ist klar, ey. Hä? Warum ist der jetzt tot umgefallen? Ah, vielleicht war es Venturo. Haben wir noch hier die Führer weg. Alles Kohle und Ruhm. Eier und die Eier brauchen wir noch. 1, 2, 3. So. Dann gehen wir jetzt links rum einfach. Hoffen, dass wir noch einen schwarzen Panther finden. Aber ich glaube, ich weiß, wo einer war. Zwar da hinten bei dem... bei der Inquisition. Da ist auch noch ein Blaukreinaffe. Aua. Komm her. Schlecht. So, ich will gerade noch irgendwo... eine Pflanze. Noch ein Affe. Hier einfach abhaut und Venturo angreift. Panther, wo seid ihr? Ich brauche eure Tatzen. Ah, Timmy, sehr schön. Sehr schön. Da haben wir wieder einen Permanenttrank. Sind wir einmal im Kreis gegangen. Ich wieder zurück.